Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Motorrad ist warm, Reifen sind warm, vor uns ist eine dreispurige Autobahn. Ich nehme euch heute mit für das versprochene Top-Speed- und Beschleunigungsvideo und habe mir dafür die Autobahn A2 Richtung Hannover ausgesucht, was dreispurig ist. Ich hoffe, da hinten ist kein Regen und kriegt den Arsch nicht nass. Und dann will ich mal gucken, was das Motorrad so kann. Lederkombi habe ich an. Ich habe mich in Schale geschmissen. Ich habe die besten Voraussetzungen auf einem Naked Bike, was kein Windschild hat, Topspeed zu fahren. So, ich bin 1,91 Meter groß und mit dieser kompletten Motorradbekleidung schätze ich, dass ich so knapp über 90 Kilo wiege. Also ich würde sagen, so Abmessungen von einem Marc Marquez. Und dann wollen wir mal gucken. Kurz zur Info, 0 bis 100 soll das Motorrad 3,3 Sekunden benötigen. 0 bis 200 11,1. Sprich, nach Adam Riese, wenn man das ausrechnet, ist von 100 bis 200 7,8 Sekunden. Top Speed 240 steht zumindest im Fahrzeugschein. Mal gucken, ob es das Ding kann. Ich habe es schon auf Sport gestellt. Und mal gucken, was das so bringt. Wundert euch gleich nicht so. Ich habe den Schaltblitz irgendwie knapp über 8000, 8500, glaube ich, eingestellt. Also nicht gleich wundern, dass das Ding leuchtet. Das ist der Schaltblitz. Nur schon mal zur Info. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Autobahn ein bisschen leer ist. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber so dritter Gang. Dann wollen wir mal durchladen. Das war der Begrenzer. Also das war jetzt 241. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann dabei. Dann ist Ende. Also ich habe mich schon so klein gemacht, wie es nur geht. Auf dem Tank. So, nach der Kurve wollen wir nochmal einmal durchladen. Dann machen wir mal von 150 im sechsten Gang. Und dann mal durchladen und dann Knallgas. Also ich lege mich jetzt nochmal auf den Tank drauf. Also 2,41 ist Ende. Also ich kann euch sagen, schön ist was anderes. Der Gegendruck ist schon enorm. Also gerade sitzen könnte ich auf gar keinen Fall bei der Geschwindigkeit. Ich liege wirklich komplett auf dem Tank drauf und lege meinen Kopf vor den Tacho.
Die Leute müssen auch bestimmt denken, der hat sie nicht mehr alle. Aber mehr wie 2,41 geht wirklich nicht. Wir drehen jetzt gleich nochmal um und probieren es nochmal auf der Gegenseite. Ich persönlich habe mehr gedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gedacht habt, was sie so geschafft hätte. Ich hätte wirklich mehr gedacht für die Angabe, also fast 1000 Kubik. Und ja, wir fahren hier mal ab und fahren auf der anderen Seite wieder drauf. Und hier sieht das Wetter auch nicht gerade so berauschend aus. Aber ein Naked Bike mit diesem Windschild, mit dieser Größe des Windschildes, bei den Geschwindigkeiten zu fahren, ist wirklich nicht so schön. Das kann ich euch wohl versprechen. Oder das kann ich euch wohl sagen. Bei meiner Tourno ist das ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Windschild. Aber auch nicht so viel mehr. So, und dann wollen wir noch mal hoch auf die Bahn und mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob man mich versteht bei der Geschwindigkeit oder nicht. So, mein HSK-Freund. Boah, jetzt ist aber die Bahn relativ voll. Hinter mir kommen einige Autos. Fahren wir direkt rüber. Nächste Welle. Nächster Gang. Und weg. Bei 15. Bei 20. Bei 30. 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44. Da haben wir 2,44 geschafft. Ah, 2,50 wäre ja schon cool, ne? Wenn wir das schaffen würden. Aber ich glaube, da müsste ich einen Monat Almaseen machen. Vielleicht würde es dann klappen. Und es ist leider mal ein Stück gerade. Und dann werde ich mich hier nochmal auf den Tank legen und Feuer. 200, 215, 20. 30, 40, wow. Sobald man vom Tank hochgeht, ist das wie als wenn einen richtig nach hinten reißt.
So, das war mein kleiner Ausritt auf die Autobahn. Also Freunde, ich kann euch sagen, lange kann man nicht so schnell fahren. Wie ihr wisst, ist ja seit langem das Fitnessstudio schon zu. Und mein Trainingsnackenmuskulaturstand ist nicht so weit, wie er eigentlich wäre. Und ich habe jetzt schon Muskelkater im Nacken vom Gerade halten. Aber das werde ich morgen richtig merken. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also ich habe jetzt 247 vorhin gesehen auf dem Tacho. Die Strecke war eigentlich relativ gerade. Vielleicht, wenn ich einmal Sed mache, einen Monat, kommen wir auch auf knapp über 250. Aber da ist Ende im Gelände. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mich verstanden habt auf der Autobahn bei dem Wind. Nicht, tut mir das wirklich leid für die Windgeräusche. Aber ihr konntet schon mal so einen kleinen Eindruck gewinnen, was so abgeht. Also ich habe mich jetzt mit meinen 1,91 wirklich komplett auf den Tank hier draufgelegt. Mein Kopf lag hier vorne beim Tacho. Und noch kleiner konnte ich mich so Transformers-mäßig leider nicht zusammenfalten. Aber ich sag mal, für so ein Mittelklasse-Motorrad, wo die sich bewegt mit ihren 125 PS, ist das schon nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, ich persönlich hätte gedacht, dass die laut Tacho eine höhere Topspeed erreicht. Also ich hätte schon mit so zwischen 250 und 260 gerechnet. Aber man darf nicht vergessen, ne, das Motorrad ist wirklich mal gar nicht verkleidet vorne. Also ich habe gar keinen Windschutz da vorne. Also dieses kleine Ding deckt gerade mal den Tacho ab. Und das war es aber auch. Deswegen ist das schon okay. Ne, man überlegt mal, wann fährt man mal so schnell. Also klar gibt es die High-Speed-Fraktion, die mal gerne auf die Bahn geht und mal so eine 300 aufs Parkett donnert. Aber diese Fraktion kauft sich wahrscheinlich auch keine Z900. Entschuldigen Sie, fährt es auf 300? Um das zu machen. Deswegen, ich denke, für das, wofür die Z900 gebaut wurde, um Kurven zu fahren, Landstraßen zu fahren, ich denke, auf der Landstraße sollten 200, knapp 250 km/h reichen. Und ich erinnere gerne auch nochmal an den neuen Bußgeldkatalog. Ich glaube, wenn ihr mit 250 geblitzt werdet, selbst wenn er auf der Landstraße 100 war, ich bezweifle, dass er den Führerschein nochmal wieder kriegt. Aber gut. Ja, die Videos sind ja wirklich gut angekommen von der Z900. Dafür vielen, vielen Dank für den Support und auch für das Interesse. Wenn ihr Videos von ihr noch sehen wollt, speziell zu Themen, ich weiß nicht, was euch interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt es mir über Insta. Da sind auch einige, die mich da direkt anschreiben. Ist kein Problem. Da kann ich mit Sicherheit auf eure Wünsche eingehen und da das gewünschte Video machen. Das ist gar kein Problem. Ich denke, auf jeden Fall, die Videos, die jetzt entstanden sind, habt ihr einen ersten Eindruck von der Maschine gewinnen können. Ich habe schon mitbekommen, der eine oder andere ist ja schon Probe gefahren. Das freut mich, dass ihr da den gleichen Eindruck hattet wie ich. Und in dem Sinne würde ich mich über einen Daumen freuen. Dadurch lasst ein Abo da, dadurch erhöhen wir unsere Reichweite und da können noch mehr Leute können dann dadurch, dass wir die Reichweite erhöhen, Nutzen aus den Videos ziehen. Würde mich sehr freuen.
Und in dem Sinne würde ich sagen... La mattina, mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina, mi sono alzato, il tuo attore in basso, o partigiano...